So, servus Freunde, ganz kurzes Video, nur ein ganz kurzes Update zu dem letzten Video mit mehrere hundert Kilo Honig gerettet. Das ist ja durch die Decke gegangen für unsere Verhältnisse, für meine Verhältnisse. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur mal die ersten Ergebnisse zeigen, wie wir den Honig wieder fertig gemacht haben. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt. Kleine Sekunde. So, die ersten abgefüllten Gläser stehen hier. Ja, von der Farbe her eigentlich ganz gut, passt das. Ich habe auch jetzt keine Plastikteile mehr gesehen oben drauf etc. etc. Das hat also gut funktioniert. Zwei Eimer haben wir auch noch gemacht, die zeige ich euch auch gleich noch. So, aber erstmal wie haben wir das gemacht? So, also der Honig zählt erstmal ganz normal hier in ein Fass rein. Ganz normales Apfelfass, kennt jeder, ist jetzt noch der Rest am Leerlaufen. Anschließend haben wir dann einmal hier durch ein grobes Sieb durchlaufen lassen, damit wirklich ganz grobe Sachen nochmal aufgefangen werden. Da ist aber auch nichts drin. Also das hat auch soweit funktioniert. Hier ist es auch noch am Leertropfen. Das hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Geht dann hier in einen Eimer rein. Da kann man noch erkennen. Also wie gesagt, der braucht jetzt noch einen Moment, bis er voll ist. Und dann ist der Honig so hier in dem Eimer auch wieder fertig. Jetzt zeige ich euch noch die anderen Eimer, kleine Sekunde. So, einer von beiden Eimern. Ich sag, so sieht er jetzt aus, ein paar Luftblasen hochgekommen, aber gut. Das ist jetzt nicht wirklich entscheidend schlimm. Da kann man ganz kurz mit dem Heißluftfirmer drüber gehen, dann sind sie nämlich wieder weg. Aber ansonsten ist der Honig so wieder komplett in Ordnung. Zeige ich euch noch den anderen Eimer. Deckel habe ich schon nicht komplett zugemacht, weil ich sie nochmal kontrollieren wollte. So sieht es bei dem aus. Ja, auch ein bisschen Luftblase mit nach oben gekommen, aber wie gesagt, nicht weiter schlimm. So Freunde, das ist es auch schon gewesen. Wie gesagt, war nur ein ganz kurzes Update. Dann würde ich sagen, schönen, was haben wir denn heute? Dienstag noch. Und wir sehen uns die nächsten Tage. Macht es besser.